Guten Tag, heute stelle ich Ihnen die Klausuraufgabe 3a vor, die lautet: Ermitteln Sie die molare Grenzwertfähigkeit der Lösung. In der Lösung zerfällt Kupfersulfat in Kupfer 2 plus und Sulfat 2 minus Ion. Die Möglichkeit 1 besteht daraus, die molare Leitfähigkeit zu nutzen und da die molare Grenzwertfähigkeit herauszurechnen. Dabei werden die Zerfallszahlen V plus und V minus benötigt, die hier 1 sind, da 1 mol Kupfersulfat in 1 mol Kupfer 2 plus Ion und 1 mol Sulfat 2 minus Ion zerfällt. Dabei werden aus den Tabellen die molaren Leitfähigkeiten entnommen, einmal hier für das Sulfat und einmal hier für das Kupfer. Hier sind sie nur etwas genauer angenommen. Heißt, sie werden einfach einmal die molare Leitfähigkeit des Kupfers plus einmal die molare Leitfähigkeit des Sulfats ergibt 267,2 Siemens Kubikzentimeter pro Mol. Die zweite Möglichkeit besteht darin, die Äquivalentleitfähigkeiten zu nutzen. Da wird dann erst die Äquivalentleitfähigkeit aus den beiden Ionen errechnet. Das wäre dann die Hälfte der hier oben genannten Leitfähigkeiten. Das wären einmal 53,6 Siemens Kubikzentimeter pro Mol für das Kupfer und 80 Siemens Kubikzentimeter pro Mol für das Sulfat. Daraus ergibt sich 133,6 Siemens Kubikzentimeter pro Mol. Und dies wird in der nächsten Formel hier zu sehen auch wieder benutzt. Das ist die Formel für die molare Grenzleitfähigkeit, die gerechnet wird aus der Äquivalenzleitfähigkeit multipliziert mit der elektrochemischen Wertigkeit. Die ist 2, da man hier sieht, NE, die elektrochemische Wertigkeit, gleich die Zerfallszahl mal die elektrochemische Ladung ist. Die Zerfallszahl ist ja jeweils 1. Und die Ladung, wie oben zu sehen, ist immer 2. Daraus errechnet sich dann 133,6 Siemens Kubikzentimeter pro Mol mal 2, ergibt auch 267,2 Siemens Kubikzentimeter pro Mol. Vielen Dank.